Die erschütternden Bilder über die menschenunwürdigen Zustände, das Leid und Elend der Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln sind uns längst bekannt. Mit dem zynischen Schachzug Erdogans, Geflüchtete für seine eigenen Machtinteressen zu missbrauchen, spitzt sich jetzt die Situation von Stunde zu Stunde noch mehr zu. Und es ist jetzt an der Zeit, jetzt endlich zu handeln. Zahlreiche Kommunen erklären sich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Seit Tagen gehen auch hier in Nordrhein-Westfalen Menschen auf die Straße und sie möchten diesen Chaos in Europa und vor allen Dingen diese massiven Menschenrechtsverletzungen und das Aussetzen vom europäischen Recht nicht länger hinnehmen. Und wir appellieren jetzt auch an die Landesregierung, endlich auch tätig zu werden. Daher haben wir einen Antrag eingebracht. Wir erwarten von der Landesregierung NRW, vor allen Dingen von Flüchtlingsminister Stamp, dass er sich jetzt den willigen Kommunen solidarisch zur Seite stellt und dass er alles unternimmt, damit diese Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, auch umgesetzt werden kann. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, dass nicht nur die Kommunen, sondern auch das Land auch ausreichende Kapazitäten hat. Wir haben im Moment eine Kapazität für 20.000 Menschen und bislang sind diese Kapazitäten gerade mal knapp zu 50% ausgeschöpft. Und angesichts dieser Tatsache, dass wir hier Strukturen haben und Plätze haben, ist es inakzeptabel, die Situation hinzunehmen, dass auf der anderen Seite aber in Griechenland Menschen vor überfüllten Lagern stehen und Kinder regelrecht auf Müllheiden leben müssen.